Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Auf der Suche nach Hagebutten sind wir jetzt hier schon ein paar Meterchen gelaufen und haben immer noch nicht eine einzige gefunden. In der letzten Folge haben wir schon keine gefunden. Dafür aber alles andere, was wir schon so brauchten. Aber Hagebutten ist hier irgendwie ganz schön mau. Ich weiß nicht, wir werden jetzt mal hier so ein bisschen rumgehen um den See oder so. Einfach mal gucken. Irgendwo müssen wir ja schließlich Hagebutten finden. Müssen hier irgendwo gleich mal Hagebutten finden. Das ist ja nicht mehr normal. Ich meine, wir haben sogar noch welche, ne? Ich gucke jetzt mal eben kurz nach. Vielleicht haben wir ja so viele, dass es vielleicht reicht. Wer weiß? Gucken wir doch einfach mal. Ja. Sollte eigentlich reichen. Wir nehmen mal 20 Stück mit. Weil ich denke mir mal, dass ich schon alle hier gesammelt habe, die ich gefunden habe. Wahrscheinlich, ja, wobei nicht alle wahrscheinlich, aber viele. Lerne, wie man die essbaren und heilenden Pflanzen auf großer Bär erkennt und erntet. Okay. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß jetzt immer noch nicht, müssen wir das in die Kiste packen? Ich nehme mal an, dass wir das in die Kiste packen müssen. Klingt ja irgendwie logisch. So, ich auch mal eben kurz gucken, wir sind jetzt hier irgendwo. Könnte eigentlich bis am Ende der Karte gehen und hier mal Vorratskiste durchsuchen, ne? Ja, das machen wir nächstes Mal. Weil vielleicht müssen wir ja da auch gleich wieder her. Wer weiß, was der jetzt gleich von uns will. Ich hoffe mal nicht, dass er will, dass wir draufgehen, also den Bären jagen und so. Denn ich durfte mir ja schon einiges anhören von denen, von meinen Zuschauern im Stream. Wie das wohl enden wird. Mit dem Bären. Es hörte sich auf jeden Fall von den an, dass es sich nicht so leicht, also dass es sich leichter anhört, als es eigentlich ist. Sagen wir es mal so. Ich lass mich echt überraschen. Bin da echt gespannt. Ist schon wieder Hunger. Müde ist der auch schon wieder. Ist auch kein Wunder, ich renne ja auch ziemlich viel. Aber ist auch gar nicht so schlimm. Diesmal ist es ja wirklich fast Abend. Das Problem ist halt, ich bin halt abends durchgelaufen. Naja, das war das ganze Problem. Wenn ich abends natürlich nicht durchgelaufen wäre, sondern wirklich mich hingelegt hätte und am Tage weitergelaufen wäre, wäre das gar kein Thema gewesen. Aber wir hatten halt einen Plan im Stream. Die Leute, die sich den nachträglich angeguckt haben, werden wissen, welchen Plan ich meine. Gucken, ob ich hier so hochkomme.
Okay, ich bin wieder nicht schräg genug gelaufen, glaube ich. Ich finde mich hier einfach nicht so zurecht, wie ich das gerne wünscht, also wie ich das gerne möchte. Allerdings sind wir natürlich schon nicht so verkehrt hier. Nur normalerweise wäre ich von da aus irgendwie gekommen über den Berg. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Ich werde das jetzt einfach mal so machen. Ich werde da einfach mal so, ja, die Rohrkolben reinschmeißen. Je nachdem, ob das reicht. Beziehungsweise, wenn ich dann sehe, jawohl, Rohrkolben abgeliefert, dann packe ich natürlich alles da rein, was wir da so haben. So. Das hier ist ja auch, glaube ich, ein Hagebutten-Dingens, Todesgestrüpp. Okay, war kein Hagebutten. So. Jetzt wollen wir nochmal gucken. Ja, packen wir einfach mal die Hagebutten da rein. Alle umlagern. Tagebuch. Jawohl. Hagebutten sind weg, alles klar. Pack die Knarre weg, das regt mich auf. Ja, gib ihm alle. Alle. Und Essen, 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 da. Rohrkolben, alle. So. Mission erfüllt. Thanks for the help. I think I'm ready to get out of here. I have a little graduation present for you. Oh, yeah? Here. Well, thanks. You've earned it. And I have a feeling you're going to be needing it before you're through. I have a feeling you might be right. Okay. Look, I appreciate your help in learning how to survive out here. I really do. But my friend is still out there, and they may need my help. It's time I got going. Like I said before, Mackenzie, there's only one way out of here. Through that dam. Okay. So, how do I get through it then? I'm the only one who can get you through. I want to help you, I really do. I'm tired of being jerked around, Jeremiah. I need to get out of here. Listen, Mackenzie. There's more at stake here than you realize. This is about more than you, or me, or your friend. What are you talking about? Just listen. If you can't get past the bear, the rest doesn't matter. If I was well enough, I'd take care of it myself, but I'm wrecked. You'll die here unless you finish it off. I'm a pilot with a bit of survival training. I'm not an experienced hunter. What can I do? You can pull a trigger, can't you? Well, yeah. Get out there. Keep your wits about you. He's out there, waiting. But you're going to have to bait him so the fight can happen on your terms. What? Bait him? With what? Bears can smell blood from over 20 clicks away. You get out there, cut yourself enough that you bleed, and he'll come to you. I'm sure of it. So, you want me to use myself as bait? There's no way I'm doing this. This is crazy. He'll come for you when you're not expecting it. But you won't miss it. It won't be subtle. It'll sound like a ton of muscle and bone bearing down on you like a freight train of hate and hunger. You stand your ground. Do not flinch. You raise your rifle, you sight him. And when you can see between his eyes,
squeeze that trigger. Oh, boy. It's the only way. And if I make it, how will I know when it's done? You won't go down with one shot. He'll run off, and it'll seem like you got him, but he'll be back. He always comes back. You do it again, and again. As many times as it takes to bring him down. This sounds like suicide. Only if you fail. You sure this is the only way? You bring me the old bear's ear, and I'll get you out of here. I will give you everything you need to find your friend. Okay. Well, you better hope this works. Oh, yeah? Yeah. Or I'll be sending the old bear back for you. Ah! Remember, Mackenzie, wait till you see the whites of his eyes. Then squeeze the trigger. I understand. It's not something you can understand with your head, Mackenzie. No man can know if he has what it takes to face the bear until he's faced it. And then, it's not about what's in here. It's about what you've got in here. You aren't going to kill the bear with your head. Okay. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Nicht übel. Jetzt sollen wir natürlich uns nach draußen begeben und ja. Auf jeden Fall den Bären töten. Das dürfte lustig werden. Das werden wir aber nicht mehr jetzt machen. Also nicht mehr in dieser Folge. Es wird euch mit Sicherheit freuen, dass ich das jetzt machen muss. Aber ob wir es schaffen, das ist immer die andere Sache. Werde ich mal noch eben ein bisschen hier hochpumpen. Vom Essen und Trinken. Und dann werden wir uns mal noch hinlegen. Bin jetzt schon so ein bisschen nervös. Aber wie wäre das nicht, wenn man gegen einen Bären kämpfen muss? Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Wahrscheinlich komme ich jetzt gleich raus und er steht direkt vor der Tür. Wir werden jetzt unser letztes Paket hier essen. Denn wir haben nicht mehr so viel zu essen. Beziehungsweise wir können uns ja mal eben noch die eine Dose hier machen, die geschmacklose Tomatensoße. Bärsuppe. So. Zwieben wir uns die auch noch rein. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir schlafen noch eine Stunde. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge wird es bestimmt interessant, wegen dem Bären. Ich lasse mich mal echt überraschen. Wir gehen mal raus. Gucken, wie es hält. Alter, was?
Was? Okay. Ja. Okay. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hab Schiss, ich bleib jetzt hier drinnen. Ciao, Leute, euer Nexus.